Die Spotlight-Sommerserie wird präsentiert von Camea Grand Zürich, einem Lifestyle-Hotel mit einer beeindruckenden Architektur, außergewöhnlichem Interieur und vor allem herzlichem Service. Life is grand. Ganz herzlich willkommen zu unserer Spotlight-Sommerserie. Jede Woche treffen wir interessante Persönlichkeiten aus Zürich, die diese Stadt zu dem machen, was sie ist. Visionäre, Künstler, Unternehmer. Als erstes lernen wir Urs Keller kennen, der die berühmte Metzgerei Keller am Manesseplatz bereits in dritter Generation führt. Die Metzgerei Keller, direkt am Manesseplatz in Zürich. Jeder Zürcher Fleischliebhaber hat sicherlich schon von dort gegessen, bewusst oder unbewusst. Sei es an der Street Parade, am Zürichfest, in einem Freibad oder natürlich auch direkt im Geschäft von Urs Keller. Auch Zoe, unsere Foodbloggerin, ist begeistert von der Vielfalt, Qualität und den verführerisch riechenden Delikatessen. Er hat auch mit der Erfindung der Wietikerwürstli einen wahren Hype ausgelöst. Urs Keller, ganz herzlich willkommen bei Spotlight. Wir freuen uns, bist du dabei bei unserer Sommerserie? Es freut mich auch sehr, hallo Zoe. Du, jetzt sind wir hier von außen, gerade in der Nähe von deiner Metzgerei. Ein Traditionsunternehmen in dritter Generation. 1934 ist sie eröffnet worden. Du bist auch der Erfinder der berühmten Wiedeker Würstli. Was macht euch so erfolgreich? Ich glaube, Erfolg kann man nicht irgendwie definieren. Das mit diesen Wiedekerli, das war eigentlich nicht absehbar, dass das jetzt wirklich so ein Hype geworden ist. Ich habe vor rund 20 Jahren einfach probiert, ein Würstchen zu machen, das roh ist, etwas dünn ist, schneller zum Bröteln. Und so hat sich das ergeben, dass es ein Hype war. Es wird heute in vielen Gastronomien und in vielen Läden geführt mittlerweile. Aber nicht nur. Das Wiedeker Würstli hat es sogar bis an die Expo geschafft. Das ist tatsächlich so. Ich habe das auch lange nicht gewusst. Wir hatten jemanden, der Wiedekerli bestellt hat bei uns. Wir haben gar nicht genau gewusst, wer das überhaupt ist. Wir haben dann ein bisschen nachgeforscht und nachgefragt. Dann haben wir gemerkt, dass das als ins Haus auf Switzerland geht, nach Mailand. Nebst dem Zürich-Schnetzelten ist das einfach das fleischige Angebot im Haus auf Switzerland. Nur das Beste ist gut genug bei Urs Keller. Das gilt auch für die Infrastruktur und die hohen Standards in der Verarbeitung hinter den Kulissen. Was ist Ihre Aufgabe hier im Betrieb? Also ich bin fast überall. Ich helfe dort, wo es am meisten Arbeit hat. Was ist Ihre Lieblingsaufgabe hier? Meine ist eigentlich am Leber schneiden. Was macht für dich die Stadt speziell und einzigartig? Ich glaube, Zürich ist einzigartig mit dem See, mit dem Gaschen von der Altstadt, mit den trendigen Plätzen in Zürich West, jetzt in Zürich Süd, wo wir jetzt hier zuhause sind. Ich glaube, das ist einzigartig für die Schweiz. Was sind denn Trends? Was ist im Moment am meisten gefragt bei euch, wo vielleicht noch nicht war vor 15 Jahren? Trends sind einfach zurück zum Einfachen. Das kann sein, ganz ein einfacher Burger, wo es kein Gewürz drin hat, wie man das in Amerika macht, wo man sogar Senja bröteln kann. Es gibt das super dry-aged, das sind so 8 Wochen abgehangene Antergott oder Gotenböff. Das sind Trends, die man heute ein hat. Das war es von Urs Keller und ich schalte jetzt zu der Dylan, die eine weitere spannende Persönlichkeit aus der Stadt Zürich zu Gast hat. Unser Tausendsasser Dylan trifft in Zürich Hönk Walter Zweifel zum Interview. Zweifel ist ein Schweizer, ja ein Zürcher Unternehmen mit viel Tradition. Buchstäblich jedem Schweizer bekannt, vor allem durch die Zweifelchips. Begonnen hat aber alles viel früher und nicht mit Chips, sondern mit Wein. Man muss eben wissen, dass eigentlich die ganze Geschichte der Chips erst später dazugekommen ist. Unsere Familie ist seit 1336 hier in Hönk ansässig. Seit 1440 wissen wir, dass wir zu Hönk Rebbauern sind. 1896 hat man den ersten Weinkeller gebaut. 1918 hat man das wunderbare Gebäude auf dieser Seite gemacht. Man hat dann angefangen mussten. Und Chips ist erst 1958 dazugekommen. Was hat denn für dich mehr die Faszination ausgemacht beim Wein? Jetzt mal unabhängig davon, dass das eigentlich das Erste war, was ihr gemacht habt. Trinkst du sehr gerne Wein? Darf ich das jetzt mal so frech fragen? Ja, sicher trinke ich gerne Wein und ich degustiere auch gerne Wein. Gerade heute Morgen war ich an der Expo Wiener Degustation als Mitglied der Jury. Ich habe 40 Wein aus der Neuen Welt degustiert. Und das gehört natürlich dazu. Wein ist Lifestyle. Die eigens hergestellten Weine sind von 5 Sorten auf heute über 33 Sorten angewachsen. Vom Champagner über Schaumweine bis zu Portweine gibt's alles im Sortiment.
Alles herrlich kombinierbar mit den diversen Zweifelchips-Sorten. Bei den Chips, das ist ja schon noch irgendwie ein Phänomen. Es gibt ja unglaublich viel Konkurrenz. Zum Beispiel sind ihr auch in der Migros, kann man Zweifelchips kaufen. Die haben aber auch eigene Produkte. Da torpedieren sie sich ja fast ein bisschen selber, die Migros. Wie funktioniert das? Was ist euer Geheimrezept? Ich denke, unser Geheimrezept ist Qualität. Frischservice. Wir haben von Anfang an, oder mein Onkel, das eingeführt, dass wir immer schauen, dass wir frische Ware haben, dass wir auch Sachen, die halt über das Datum aus sind, zurücknehmen. Das funktioniert heute noch. Wir haben über 20'000 Direktkunden in der Schweiz, neben dem Migros und dem Coop. Und durch das, mit Innovationen, die wir immer wieder machen, neue Artikel, die wir bringen, haben wir einfach eine gute Markenstärke. Und das hilft. Das hilft. Also wir sind Marktleader in der Schweiz, kann man sagen. Und durch das ist es möglich, in allen Kanälen können zu operieren. Was sind deine Lieblingsplätze in dieser Stadt? Ist das vielleicht gerade hier oben, wo es sehr ruhig ist? Zürich ist natürlich wahnsinnig schön. Also einer der schönsten Orte ist mein eigener Garten hier oben im Hönkenberg mit Aussicht über die ganze Stadt. Aber ich muss sagen, einer Ort, der mich immer fasziniert hat, ist der Lindenhof. Ich habe dort auch meine Verlobung gefeiert. Ja, und das ist ein Ort mit Geschichte, aber gleich ruhig, mit dem Blick über die Stadt hinein. Finde ich wahnsinnig faszinierend, mit dem Fluss unten dran, also das schätze ich sehr. Ja. Wenn man mich fragt, was ist der grösste Erfolg in meinem Berufsleben, dann muss ich sagen, letztes Jahr sind wir in die Top 100 der Schweizer Weinproduzenten aufgenommen worden. Es ist wie ein Ritterschlag und das ist das Resultat von 20 Jahren Arbeit. Spotlight! Das wäre schon wieder von Spotlight für diese Woche und der Zoe und mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein zu unserer Zürich-Sommerserie. Spotlight! Spotlight-Sommerserie ist präsentiert worden von Skinnies, einem neuen Sonnenschutz aus Down Under. Zieht in Sekunden ein und hebt den ganzen Tag. Skinnies.ch